Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sündebox von Chasez. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sünde von Chasez aus dem Jahr 2015. Es ist das zweite Box-Release von Chasez. Erste war ja damals Gott liebt die Geduldigen. Dann haben wir hier Sünde. Das Ganze sieht auch ja, ein wenig sündig aus. Wir haben hier eine schwarze Box mit rotem Zierrahmen. Erinnert ein bisschen an ja, Versace in meinen Augen. Sünde hier in weißer Schrift. Und oben lesen wir noch Machtrap präsentiert. Also das Label von Chasez. Und in roter Schrift nochmal Chasez zu lesen. Auf der Rückseite nochmal Sünde und das Logo von Macht Rap, Chasez. Unterseite blank schwarz, rechte Seite blank schwarz, oben blank schwarz. Und auf der Rückseite haben wir Informationen darüber, was sich in der Box befindet. Sünde Album, Instrumental CD, Amartya EP, Shirt, Poster, Autogrammkarte und Sticker. Die Credits zum Album und ein Barcode. Alles klar. Gut. Es ist eine reguläre Clubbox, eine relativ ja, dünne bzw. flache Clubbox. Dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das T-Shirt, die Bonus-EP, das Album an sich, einen Sticker, eine Autogrammkarte und ein Poster. Die Box von innen glatt schwarz. Gut, legen wir mal zur Seite und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also wir lesen hier oben wieder Machtrap präsentiert. Und dann haben wir hier auf der Vorderseite Chasez oben ohne stehen. Sünde und Chasez lesen wir hier. 2 CD. Chasez Sünde und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, also die Tracks nicht durchnummeriert, ich glaube es waren 17, wenn ich mich nicht irre, also immer hier in weiß und rot getrennt. Wir haben Features von Cracky Valley und Kell und auch noch Attila von Automatik. Ja, Bonus-CD mit Instrumentals, also die zweite CD dann. Meine Favoriten auf dem Album sind einmal Track Nummer 2, Solange wie es geht und dann das Outro Keiner kann mich aufhalten. Also beides Solo-Tracks. Barcode und Credits wieder. Dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Als erstes werden wir mal das Booklet einsehen. Wenn ich es überhaupt rausbekomme. Aber jetzt, also kennen wir bereits. Sünde, griechisch Amartya, genau, da steht es nochmal, also Amartya EP, passend zum Sünde-Album. Was steht hier? Ein Tatbestand gilt als verwerflich bzw. schlecht, weil Gott ihn als Sünde kennzeichnet, zum Beispiel durch die 10 Gebote. Durch Sünden kommen andere Mitmenschen und der Sünder selbst immer direkt oder indirekt zu Schaden. Somit ist der Sünder nicht nur durch die Übertretung selbst, sondern auch immer durch ihre Folgen mit einer Schuld behaftet. Alles klar. Gut, dann haben wir hier die Tracks aufgelistet, also die Track-Texte. Das Design zieht sich jetzt so durch, also immer dieses Schwarz-Weiß-Rot und diese Zierrahmen, inklusive Aufnahmen, Fotografien von Chasez und natürlich weitere Texte. Also, Booklet gefällt mir von der Aufmachung sehr gut, speziell auch die Farbkombination Schwarz-Rot und Weiß. Schön. Relativ dickes Booklet, umfangreich, jede Menge Texte. Da kann man gut darin blättern und nachlesen und mitrappen. Okay, und dann haben wir hier zum Abschluss noch die Infos über die Tracks, wer waren welchen Tracks beteiligt. Und die Credits.
Sünde. Okay, eventuell auch als Wendecover möglich zu verwenden. Ich werde jetzt mal dieses hier beibehalten. Den nackten Oberkörper von Jesus. No homo. Dann haben wir die CD an sich in schwarz und grau gestaltet, das Ganze. Disc 1 Standard. So sieht das Ganze aus. Und dahinter sehen wir gleich die Disc 2. Diese beinhaltet ja, wie gesagt, die Instrumentals. Auch hier nochmal diese schwarz-rote Zierleiste. Sehr schön. Dann kommen wir zur Bonus-EP. Amartia, also griechisch für Sünde, macht repräsentiert Jesus. Selbe wie hier, nur ja, mehr oder weniger schwarz-weiß oder grau-weiß. Wir haben hier 6 Tracks an der Zahl, inklusive der Info, wer diese produziert hat. Und das dürften, wir haben hier ein Feature von Davut, aber ansonsten alles Solo-Tracks. Also 5 Solo-Tracks und ein Feature. CD sieht aus wie auch schon die Standard-Album-CD, nur mit dem Info-Schriftzug Bonus-EP. Und das Ganze, wie so oft, in einer Papphülle. Dann haben wir einen Sticker, dieser in quadratisch, Sünde, Jesus. Dann eine Autogrammkarte. Hier sehen wir Jesus wieder oben ohne, inklusive grauem Zierrahmen hinten mit silbernem Schrift. Mit silbernem Stift wurde hier unterschrieben, Jesus. Darunter wieder dieser Schriftzug Sünde. Ja, glatt, schwarz, glänzend, macht Rap, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir ein Poster. Dieses doppelseitig. Also wir haben einmal im Hochformat das bekannte Motiv. Mehrmals gesehen bereits. Auch oben lesen wir wieder Machtrap präsentiert. Dann der Oberkörper und der Schriftzug Sünde Jesus. Und die Rückseite ist im Querformat gehalten. Hier sehen wir ihn auf einer Holzbank sitzen und den Armen zur Seite gestreckt. Oben rechts noch der Schriftzug Sünde zu lesen. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt für eine Seite entscheiden würde, würde ich diese hier bevorzugen, da ich jetzt generell nicht so der Fan davon bin, mir Männer oben ohne aufzuhängen. Aber das ist natürlich euch überlassen. Hat leider, weil es nicht ganz in die Box gepasst hat, hier einen Knick. Aber ich glaube, wenn man das ein bisschen liegen lässt oder ein bisschen mit einem Buch vielleicht beschwert, dann ist dieser Knick auch mit der Zeit wieder draußen. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir noch ein T-Shirt. Schauen wir gleich mal, wie dieses aussieht. Also, wie das Album bis jetzt, auch dieses in Schwarz und Rot gestaltet. Gefällt mir sehr gut. Schwarz, Rot und Weiß. Sünde. Rücken ist blank schwarz. Wir haben es zu tun mit einem, was haben wir hier? Sieht man auch selten. Anvil, Envil. Und zwar haben wir hier 100% Baumwolle. Jetzt würde mich noch natürlich die Größe interessieren. Ah, die haben wir hier unten, ganz unten, Größe L. 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns einmal noch kurz im Detail an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem roten Rahmen, mit dieser Zierleiste, mit diesem Kreis. Und darin sehen wir Sünde. Ansonsten wirklich komplett in schwarz das Shirt. Das Ganze hier so auf Brusthöhe. Ich muss ehrlich sagen, so gern ich die Kombination habe aus Schwarz, Rot und Weiß, aber in dem Fall werde ich das T-Shirt eher nicht tragen, weil ich es einfach etwas befremdlich finden würde, mit einem T-Shirt herumzulaufen, auf dem groß und mittig Sünde zu lesen ist. Aber das natürlich wie immer Geschmackssache. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Das Poster doppelseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Diese Autogrammkarte unterschrieben. Dieser Sticker quadratisch. Die Amartya Bonus-EP. Und das Album Sünde an sich inklusive der Instrumentals.
Das alles in dieser wunderbaren Box, Sünde von Jesus. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jesus unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.